Die US-Indizes mit neuen Allzeithochs, der DAX dümpelt weiter vor sich hin und muss sogar einen leichten Wochenverlust verkraften, trotz neuer Brexit-Hoffnungen. Aber in den Medien in den USA ist ein anderes Thema derzeit im Vordergrund, vielleicht das nächste große Ding, nämlich steigende Renditen für Anleihen. Das könnte nämlich ziemlich große Folgewirkungen haben, auch auf andere Märkte. Das wollen wir uns hier mal anschauen. Zunächst mal die 30-jährige US-Staatsanleihe, die Sie hier im Chart sehen, die ist jetzt fast auf dem Hoch, das wir im Juni gesehen haben, würden wir da drüber kommen. Das ist um und bei 1,75-1,8% Rendite, dann wäre der Weg frei für weiter steigende Renditen. Und wir sehen vor allem, dass die Zinskurve sich versteilt. Die Differenz zwischen der 2-jährigen US-Staatsanleihe und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die ist so groß wie seit Februar 2018 nicht mehr. Wir sehen also, dass man wieder Unterschiede macht. Je länger die Laufzeit, desto höher die Rendite. Das ist gut für Finanzwerte, denen es heute deswegen auch durchaus nicht schlecht geht an der Wall Street, aber es ist nicht so gut für Tech-Werte. Die mögen es nicht, wenn die Renditen steigen, auch wenn die Zinskurve sich versteilt. Dementsprechend der Nasdaq zwar auch mit einem neuen Allzeithoch, wie sollte es anders sein, aber eben nicht mit den Anstiegen, die andere Indizes, etwa der Nebenwerteindex Russell 2000 verzeichnet, der im Übrigen so überkauft ist wie noch nie in seiner Geschichte. Das ist ein absolutes Phänomen. Schauen wir uns mal an, was aber auf der anderen Seite hier passiert, nämlich, dass die Renditen für High Yields, also für Junk Bonds, wenn man so will, für hochriskante Unternehmensanleihen, die sind weiter im Sinkflug. 4,45% beträgt der Spread, das heißt, oder die durchschnittliche Rendite, das heißt, wer solche Anleihen kauft, der kriegt zwar eben noch Rendite, eben 4,45%, hat aber natürlich ein ziemlich großes Ausfallrisiko. Noch vor einem Monat waren wir bei 5,5% und auf dem Hochpunkt der Corona-Krise waren wir bei fast 12%, die damals diese Unternehmen zahlen mussten. Also man sieht, die Staatsanleihenrenditen steigen, aber die Junkbond-Renditen, die fallen. Das heißt, die Anleger machen sich keine Sorgen, dass da irgendwie was schiefgehen könnte bei den Junkbonds. Weil eben jetzt durch diesen Impfstoff, der ja schon mehrfach eingepreist ist, könnte man sagen, an den Märkten eben dann auch diese bilanziell schwachen Unternehmen sich irgendwie wieder erholen, deren Geschäftsmodell schon vor der Corona-Krise meistens nicht nachhaltig war. Aber man geht davon aus, dass es dann nach der Corona-Krise durch ein Wunder dann nachhaltig irgendwie sein wird. Und das, obwohl wir eine weitere Eintrübung der US-Konjunkturdaten sehen, heute die US-Arbeitsmarktdaten, 245.000, deutlich unter der Erwartung. Und wir schauen uns mal an, wer da vor allem verloren hat. Retail, Einzelhandel, 35.000 Jobs sind verloren gegangen. Restaurants, Bars, 17.000 Jobs. Local Education, 20.700 Jobs. Dagegen 82.000 Courier Jobs. Also Paketausträger, wenn man so will, die natürlich besonders gesucht werden, Amazon und Co., die dann eben Online-Bestellungen ausliefern, und 37.000 Warehouse-Jobs, also auch eben praktisch Amazon-bedingt, kann man sagen, oder eben andere Lieferanten, die Online-Bestellungen dann annehmen. Also wir sehen ganz klar, die Corona-Krise, die hat hier klare Verlierer, das ist der Einzelhandel, das ist der Gastro und eben Lieferanten von Online-Bestellungen, die können hier profitieren. Und wenn wir uns mal ein Phänomen anschauen, was nicht nur in den USA der Fall ist, sondern eben auch hier in Deutschland, dass eben der Food Traffic, also praktisch das, was durch die Innenstädte läuft, durch die Einkaufsstraßen läuft, ist durchschnittlich um und bei um 70% zurückgegangen in den USA und stärker zurückgegangen als in den Suburbs, also in den Vororten. Ähnliches Phänomen hier in Deutschland, hier zum Beispiel in Hamburg ist es ein Rückgang von gute 50%. Also es ist so, dass diese Innenstädte immer mehr ein Problem bekommen, solange eben die Situation so ist, wie sie ist. Und wir haben natürlich dann die Hoffnung, dass aufgrund dieser schwachen Daten, aufgrund der Probleme jetzt Stimulus kommt. Pelosi, und das ist ein Grund, warum die Wall Street heute weiter steigt, sagt, ja, da ist ein gewisses Momentum hinter den Gesprächen, hinter den Covid-Relief-Bill-Talks.
Man hat ja zweierlei hier zu managen. Man muss jetzt erstmal verhindern, dass ein Government Shutdown entsteht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite muss jetzt eigentlich langsam mal ein Stimulus her, sonst werden viele, viele Millionen Amerikaner richtige Probleme bekommen. Und auch die Fed, so die Erwartung jetzt der Märkte, die muss doch da was machen. Und man erwartet eben allgemein, dass die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen, die gekauft werden, verlängert wird. Von jetzt durchschnittlich 6 Jahre auf dann 10 Jahre, was das bringt. Naja, okay, das würde ja eigentlich die länger laufenden Staatsanleihen ein bisschen unter Druck bringen, weil da ein Nachfrager ist, ein Käufer ist, der also diese Anleihen kauft. Wo Nachfrage ist, werden die Preise, die bezahlt werden, geringer, oder beziehungsweise man muss weniger Rendite bieten, genauer gesagt. Dementsprechend passt das eigentlich nicht so ganz ins Bild. Aber sei es drum. Wenn wir uns jetzt wieder den Aktienmärkten zuwenden, dann vielleicht eine interessante Aussage von Walter Diemer, der sagt, ich habe noch nie so viele Indikatoren gesehen, die so auf Anschlag sind. Die Sentiment Readings, also die Stimmungsindikatoren, die sind dermaßen auf Anschlag. Und klar, so Bullenmärkte sind sehr, sehr stark. Aber wenn es dann fällt, dann werden alle sagen, naja, war doch völlig klar, konnte doch nicht anders passieren. Lance Roberts weist darauf hin, but be careful. Exuberance, also Überschwang, kann länger dauern, als man denkt. Ganz genau, das ist das Gefährliche an solchen Märkten. Die können übertreiben, übertreiben, übertreiben. Und es geht gut, bis es dann plötzlich nicht mehr gut geht aus irgendeinem Anlass. Der kann auch irgendwie völlig vorgeschoben sein, weil dann plötzlich eben das Seil, das so angespannt ist, reißt. Und typisch ist das, was derzeit hier zum Beispiel ein Broker sagt. Money is now so easy, das Geld ist so leicht zu bekommen, dass viele jetzt Kredite aufnehmen und es in die Aktienmärkte pumpen, in Aktien stecken, und sie machen sogar richtig Geld dabei. Ganz klar, das ist ein ähnliches Phänomen. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick den Vergleich gezogen zwischen 1929, 1999 und heute, dieser Exuberance, eben diesen Überschwang. 1929 war es ja auch so, dass da die Leute auf Kredit gehandelt haben, gekauft haben, voll gehebelt mit Kredit, und dieser Vergleich ist gar nicht so weit hergezogen, wie ich gleich zeigen werde. Sehen wir, dass hier jetzt der Anteil von Aktien im S&P 500, die über ihrem 200-Tages-Linie handeln, weit über 90% ist. Das sind die höchsten Werte seit Jahren. Und wenn wir uns dann eben hier diese Grafik mal anschauen, das sogenannte Shiller PE Ratio, also Shiller Price Earnings Ratio, das ist das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre. Das ist ein besseres Instrument eigentlich als ein KGV, das jetzt nur für dieses Jahr oder in einem sehr kurzen Zeitraum berechnet wird. Und wir sehen, da sind wir höher, als wir es eben 1929 waren. Nur in der Dotcom-Blase war die ganze Geschichte noch ein bisschen krasser. Also so aus der Welt ist dieser Vergleich nicht. Jetzt ist es eben die Hoffnung auf die Wiederkehr der alten Welt nach Corona durch den Impfstoff, die zu solcher Euphorie führt. Dabei sehen wir, dass, wenn wir uns mal die Wachstumsraten der Unternehmen anschauen, respektive deren Umsatzwachstum, nämlich der S&P 500 Unternehmen, dann sehen wir, dass immer weniger Unternehmen es schaffen, ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 15% zu steigern. Da geht die Quote deutlich jetzt zurück, und das ist ein Trend eigentlich schon seit längerer Zeit. Das heißt, wenn überhaupt Wachstum da ist, dann ist es nicht gerade so, dass es sich beschleunigt. Aber das alles interessiert nicht. Das interessiert auch die europäischen Märkte natürlich nicht. Wir sehen heute den DAX leicht im Plus. Der FTSE aufgrund der Brexit-Hoffnung deutlicher im Plus, plus 0,9%. Aber der DAX auf Wochensicht jetzt minus 0,4%, kommt irgendwie nicht so aus dem Quark, obwohl ja da auch viele Corona-Verlierer drin sind, die an der Wall Street geradezu in den Himmel gehoben werden. Und wenn wir uns die Sektoren in den USA mal anschauen, dann sehen wir wieder mal Energy 4,5% im Plus. Wir sehen die Financials gut 1% im Plus. Das sind also die Gewinner, die jetzt hier ja so verprügelt wurden, vor allem in der Corona-Krise, denen es jetzt besonders gut geht, respektive deren Aktien. Ja, Brexit-Optimismus, da war eine Insider-Meldung, eine Agentur hatte berichtet, ja, ein hoher EU-Offizieller hat gesagt, also es wird an diesem Wochenende eine Einigung geben in Sachen Brexit, aber Katja Adler, die das alles beobachtet, sagt, ja, eine Warnung von einigen Kontakten, die ich habe, die sagt, da sind noch 3 große Punkte, nach wie vor Fisch, also diese Fischereigeschichten, Level Playing Field, also praktisch auf Augenhöhe,
und die Governance. Aber wenn es gelingt, hier diesen Durchbruch zu erzielen, dann wird es ganz schnell gehen. Jedenfalls, der DAX hat kurz mal nach oben gezuckt, hat sich gefreut, auch das britische Pfund, aber das hat sich dann alles wieder ein bisschen relativiert. Wir werden sehen, ob es passiert. Und abschließend, bevor ich Sie in das Wochenende entlasse, noch eine interessante Grafik. Wir hatten ja jetzt bei dieser US-Wahl die höchste Wahlbeteiligung seit dem Jahr 1908. Aber wären die Nichtwähler oder hätten die Nichtwähler sozusagen alle einen Kandidaten gewählt, dann wäre dieser Kandidat Präsident geworden und hätte dann 278 Wahlmännerstimmen auf seiner Seite. Joe Biden 162 und Donald Trump 98. Also wir sehen nach wie vor die Nichtwähler in den USA, die sich nicht für die Politik interessieren, weil sie sagen, ändert sich sowieso nichts. Die sind nach wie vor nicht gerade unerheblich und hätten einen neuen Präsidenten stellen können. Das ist vielleicht doch durchaus bemerkenswert. Also, ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Ich sage Ihnen Servus und ciao.